Was geht ab, Leute? Herzlich hier und willkommen zu einer neuen Folge zur FIFA 16 Spielerbewertungen. Ja, wir sind jetzt dabei Platz 20 bis 11 und fangen direkt an mit Platz 20. Philipp Lahm behält eine 87. Insgesamt keine großen Änderungen an seinen Werten, nur seine Arbeitsrate jetzt mittelhoch ist. Vorher war sie hoch. Pace geht um 1 leider runter, aber sonst 85 Dribbling, 87 der 84 Pass ist immer noch richtig krank. Platz 19 Luka Modric, 87 ebenfalls. 76 Pace, 89 Dribbling, 74 Schuss, 84 Passen. 71 Defensive, also diese Werte sind richtig krank, den kannst du auch fast wirklich schon überall hinstellen. Ähnelt auch fast einem Yaya Touré, abgesehen von der Physis natürlich. Kommen wir zu Platz 18 und das ist Mesut Özil, der für mich ein bisschen überraschend ein Upgrade auf 87 bekommt. Ich denke auf jeden Fall, er ist ein Weltklasse-Spieler und 87 verdient, denke ich auf jeden Fall. Aber deine Leistungen im letzten Jahr haben das nicht unbedingt bezeugt, aber trotzdem, ihr denkt, so ist es und das denke ich eigentlich auch. Die Werte sind leider nicht so schnieke, aber es ist sicherlich eher so im Background gehalten, was er alles hat. Und zwar so zum Beispiel Konstanz und so Sachen kann ich jetzt nicht aufzählen. Platz 17 ist Sergio Ramos, auch eine 87 Bewertung. Der ist, glaube ich, noch mal ein bisschen schneller geworden, hat immer noch richtig kranke Werte. Arbeitsrate hoch mittel und zwar 79 Pace, 60 Schuss, 71 Passen. Ihr seht's ja. Also die Werte sind richtig krank. Ramos, richtige Bank auf jeden Fall. Und ja, kommen wir zu 16. Cesc Fabregas. Der, ja, auch ein Upgrade bekommt. Er noch ein stärkeres Upgrade auf 87. Das sieht auch richtig geil aus, wie er ja hier bewertet wurde. 68 Pace, 78 Schuss, 90 Passen, 89 Dribbling. Leider keine Fischern, das gilt aber trotzdem. Es ist immer noch richtig krank. Jerome Boateng ist Platz 15 mit 87. Der hat auch richtig stolze Werte. Also ich finde, das sind die besten Innenverteidigerwerte. Da kann höchstens noch Thiago Silva drankommen, wenn er ein bisschen höher gewertet ist. Und zwar 87 Defensive, 84 Physis, 79 Pace, das ist einfach nur verrückt. Platz 14 ist Toni Kroos, der ein Upgrade bekommt. Nicht unbedingt nachvollziehbar, aber der Typ ist auf jeden Fall nicht schlecht. Das ist natürlich selbstverständlich. Die Werte sind an sich ganz okay. Schwacher Fuß, 5 Sterne, 3 Sterne Skill Moves, an sich richtig stark. Und James Rodriguez bekommt 87, also plus 1 in der Bewertung, 78 Pace, 86 Schuss, 84 Passen, 85 Dribbling, 72 Physis, 4 Sterne Skills, das ist wirklich überragend und auf jeden Fall eine richtig gute Karte. Platz 12 ist Sergio Aguero, 87 Bewertung, 89 Pace, 89 Dribbling, 87 Schuss. Das ist krank. Also die Argentinier haben wirklich einen Weltklasse-Sturm mit Messi, Aguero, Higuain und Tevez. Das ist richtig voll. Platz 11 ist Andres Iniesta, 88, hat minus 1 bekommen. Finde ich, ist auch gerechtfertigt. Hätten sogar eventuell minus 2 gegeben. Aber ist okay. Also wie in der Prognose schon angesagt, 88, die Werte auch nicht groß verändert. Passt so auf jeden Fall. Immer noch eine grandiose Karte. Warte mit 4 Sternen des Skills. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Euer Heldig ist raus. Bis dann. Tschö.